So, das muss ich aufnehmen, das muss ich jetzt aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Groupcraft. Yes, ich habe ihn wieder getrollt. Dankeschön, ist in der Aufnahme. So. Also, Mist. Home LP. Schade, ich habe zu ver... Ich falle runter, okay. Ich habe zu spät aufgenommen. So. Jetzt bekommen sie auch Action. Yay, sie bekommen noch mehr Action. Ich habe einen Kuchen geschenkt bekommen vom Herr Blue Place Day. Dankeschön dafür. Den muss ich direkt... Nein, ich werde ihn in die Kiste tun, sonst muss ich ihn nämlich anders abbauen oder so. Das geht nicht so gut. Ja, nein, nicht zum Material. Hier rein, also Drago. Und ein bisschen Ofenkartoffeln. Haben wir hier nicht drin. Schade. Nehmen wir das Papier raus, das gehört auch nicht hier rein. Und das Glas auch nicht. So. Ja, hier haben wir voll. Machen wir Papier hier rein. So, also Dankeschön, Floster, dass du jeden Tag dich trollen lässt. Oh, jetzt habe ich den Crafting. Das Rezept für den. Kann mir kurz jemand das Rezept für den Alchemietisch sagen? Oh. Na, da haben wir halt eins verloren. Ich bin voll noch im Game-Mod. Also wirklich, ich cheate zu viel in diesem Projekt. Das geht mir gar nicht im Game-Mod. Ich bin im Game-Mod. Das ist schlimm, das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Ja, diese arme Flosser wird immer getrollt in meinem Let's Play. So was von böse. So. Okay, die schreiben nicht zurück. Das ist ein blöd. Jetzt können wir wieder nicht Alchemie machen. Wir werden sowieso jetzt mal verzaubern. Dazu brauche ich meine Diamantenbrustpanzer plus Platte und Lapis Lazuli. Und wir machen Haltbarkeit 3. Feuerschutz. Ah, das ist sehr gut. Wir müssen sowieso dann noch eine zweite verzaubern. So, Haltbarkeit ist drauf, ja. Sogar ein Maximum. Sehr schön. Oh, ich bin Luxus. Weiß das jemand, wie man es craftet? Ich möchte es gerne wissen, weil ich so ein kleiner... Noobiger Let's Player bin, der vergisst seine Crafting-Rezepte anzuschauen, wie sie gehen. Nein. Boah, wer ist das schnell? Alchemietisch. Oder was es, wie es heißt, genau. Danke. Ja. Ja, ach Mann, soll ich das richtig sagen? Wenn ich nicht weiß, wie es richtig heißt. Ja, ja, ja. Chill, Wiki. Er schaut im Wiki nach. Sehr schön, Floster. Ja, Floster, die Tröte. Floster, die kleine Tröte. Und das Let's Play artet schon wieder aus. Ah, ah, oh Mann, ah. Oh. Shit, das geht kaputt. Ich liebe es, ich liebe das Hüpfen, seitdem ich in einem Jump'n'Run die ganze Zeit auf diesen herumtrampen musste und mir fast zum Weißglut machte, liebe ich diese, Kakteen, wo man drauf springen muss und dann weiterspringen muss. Ah, das lebt ich einfach. Oh. So, in der RVR-Welt werden jetzt die Dungeons gemacht. Also ich habe
Novolem überreden können. Also er will es schon immer machen. Er macht einen Dungeon. Und ein anderer macht noch Dungeons. Weiß jetzt nicht genau, welcher es war. Und vielleicht macht es Kevin, also 1997, noch ein paar Dungeons. Und die werde ich dann let's playen. Also ich werde die Dungeons dann meistern. Also Lohen. Okay, Tings. Nur ein Koppel. Ja, das sollte einer wissen, der das noch nie gemacht hat. Fast noch nie gemacht hat. Oh, Lohe Ruden. So. Und wie? Wahrscheinlich da drauf. Ja. Hubs, Tings. Ja, jetzt weiß es nicht. Half Steps, nicht Stein. Nein, es ist Koppel. Stellt euch das mal vor. Ich bin völlig überfordert. So. Erde machen wir hier rein wieder. Dann der Rest hier rein. Und dann der Rest hier rein halt. Und hier tun wir mal die Sachen rausnehmen. Den Porzeug kann ich runterbringen. Den Ding auch. So. Dann haben wir wieder etwas. Was könnten wir nachessen? Die Eier. Die lege ich nicht hier rein. So. Dann haben wir hier die Kiste für die Eier und für das, die Weizenkörner. So, das Gehirn kommt in die Kiste dort hinten. Das Gehirn hier kommt hier hin, genau. Ah, dann kommen die Bretter hier noch hin. Und sonst kommt alles runter. So. Sehr gut. Ja, Flo ist da. Ich weiß es. Ich habe einen Alchemietisch schon. Da, schau mal. Ich habe einen Alchemietisch. Wow. Ich habe einen Alchemietisch. Stell dir mal vor. So, wo haben wir gesagt, machen wir den Alchemietisch? Kommt er? Aua. Voll in den Arsch. Das ist der Platz vom LP in der Zukunftszone von der Bauwelt. So, da ist der Alchemietisch Braustand. Dann machen wir mal, haben wir die Fläschchen? Wir haben nur zwei Fläschchen, das reicht doch nicht. Ja gut. So, nein, die brauchen wir nicht hier. Grasblock brauchen wir auch nicht hier. Die Birkensamen auch nicht. Weg. Eichenholz könnten wir noch gebrauchen. Loherruten brauchen wir. So. Der Floss ist einfach neben den Schuhen irgendwie. Der hat irgendwie von nichts Ahnung. Nein. Ja, klar. Ich mache dann PvP LP, aber von der RVR-Welt. Also bau schön fleißig Floss da dort. So, das ist dann einfach ein Gelegenheits Ding, weil ich kann nicht immer aufnehmen, wenn die Leute online sind. Und ich will es am besten dann, wenn ich... Jo, leider... Naja, nein. Leider geht es momentan nicht so gut, weil die meisten Leute wollen kein PvP machen. Die wollen lieber kurzfristig hier in dieser Welt PvP machen, aber die können es nicht. Ach komm, hey, Mann, Zuckerrohr, hey, Gott, muss ich noch etwas... Nein, die Tulpen. Ah, Nettwarzen, Zucker, Glasflasche... Ah, hier ist noch eine Glasflasche. Gut. Den Fisch habe ich hier reingetan vom letzten Part. Der ist übrigens gar noch nicht angekommen und der Geburtstagspart. Der heutige kommt morgen am 26. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. So, nette Warzen kommen hier rein, also dann muss ich die nach das auffüllen.
So, dann machen wir hier die rein. Netto Watson hier oben. Dann brauchen wir noch, was wollen wir für Tränke machen? Heiltränke. Was brauchen wir für Heiltränke? Das ist eine gute Sache. Ich weiß es nicht, weil ich ein Noob bin. Alchemie hat mich nie interessiert. Alchemie war für mich immer zu mühsam. Da weiß ich die Rezepte gerade nicht. Wurftränke gehen mit Sprengpulver. Das müssen wir auch noch holen. Feuerresistenztränke gehen mit Magma Slime. Mit Zucker gibt es Speedtränke. Die könnten wir noch machen. Speedtränke. Glas nehme ich mal die Hälfte mit für die Tränke. Ich muss hier mal schauen, was braucht man für Heiltränke? Ich weiß es nicht. Ist zu schwer für mich. Ich werde für nächstes Mal schauen. Spinnenaugen brauchen wir für Gifttränke. Ja, nehme ich ja mal die Hälfte oder so ein bisschen mit. Schwarzpulver nehme ich auch mal. 24 mit. Glowstone-Staub. Das haben wir drin. Gold Nuggets. Ist das für ein Trank? Ich nehme die mal mit. Ich teste es jetzt mal aus, was Gold Nuggets machen. Lichttränke. Oder so irgendwas. Geht das? Nein, das geht nicht. Spinnenaugen ist Gifttrank. Die brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Ja, dann machen wir Speedtränke. Die braucht man wenigstens. So. 9 reichen. Einen oder 3 brauchen wir jetzt für einen Speedtrank. Wir machen aber nicht Wurftränke. Die sind, glaube ich, schwächer. Und wir müssen ja niemand die Wurftränke geben. Deshalb. Trank der Schnelligkeit. So, und jetzt verstärken tut man mit Netto Watson nochmals. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Geht das überhaupt? Nein. Irgendwas anderes. Das ist Wurftrank. Spinnenaugen nicht, nein. Dann haben wir halt nur schwache Tränke bei uns. So, einen nehmen wir mit. Gehen in die Farmwelt. So, und sind wieder an dieser Position, genau. Ja, was machen wir heute so? Ich wollte schauen, F3 Richtung Norden. Da müssen wir Richtung Süden gehen. So. Ah, ist ein Creeper dort links. Du Creeper, Creeper. Wie macht man... Ich hab doch Optifine. Okay, ich kann nicht zoomen. Ich weiß nicht, wie zoomen geht. Das kann ich mal kurz nachschauen. Zoomen. Streamwerbung anzeigen. Ja, sicher. Steht nicht mal. Ich hab doch Optifine drin. Grafikeinstellungen. Ah, ich habe Optifine gerade momentan gar nicht drin, deshalb. Okay, ich muss das Minecraft mit Optifine starten und nicht mit Drago Basler. Deshalb habe ich kein Optifine. Ja, das mache ich das nächste Mal wieder. Oh Gottchen. Ich bin der Drago und ich mache manche Sachen gerne falsch. Weil ich so ein beschäftigter Mann bin. Ein armer, beschäftigter Mann.
Stellt euch das mal vor. Ich bin so arm, dass ich so viel Fehler mache. Schlimm. Aber ich bekomme bald die Geister-Community übel. Sie haben, schreiben jetzt schon irgendwie 20 Kommentare pro Tag. Sehr toll, also weiter so, Jungs. Für mich richtig langsam berühmt. So, jetzt nach 4 Jahren endlich mal berühmt zu sein, ist schon eine Erleichterung. Also, naja, berühmt kann man es nicht nennen, aber stellt euch mal vor, wie viel gearbeitet ich habe. 2000 Videos hochgeladen, weil ich ja eben keine Werbung mache, nichts, auch nicht jetzt ganz wichtige Videos mache oder so, viele Aufrufe ergeben. Ich bin einfach ein ganz normaler YouTuber ohne Werbung. Und das sieht man halt, dass ich halt nicht so schnell wachse. Ich will auch nicht erfolgreich sein oder so. Dann hat man nur viel zu tun oder muss sich dann um die Entwickler kümmern. Zum Beispiel Domtender heutzutage. Ich mag ihn immer noch, kein Problem. Aber Domtender macht jetzt nur noch für die Entwickler, für Nintendo etwas. Der muss jetzt unbedingt Yoshi's Woolly World, was im Juni rauskommt, jetzt schon Let's Playen, damit er sehr viele Aufrufe bekommt. Aber darf es nur 30 Minuten aufnehmen. Wow, toll, ein YouTube-Let's Play. 30 Tage davor, erster Part, und dann kommt nach, was ist denn das für ein Bug? Lol. Lol, Floster, schau mal dieser Bug an. Siehst du hier Wasser? Na, jetzt ist es weg. Es ist wieder weg. Hier war Wasser, aber der Block war Stein eigentlich. Ne, siehst du dann im LP. Jetzt mal kein Scherz. Wann? Für was? Für was komme ich on? Ich bin ja on. Ich weiß nicht, was Floster möchte. Wisst ihr es? Schreibt's in die Kommentare. Oxe Extreme Haze Plus M ist das. Aha. Ja. Wenn nicht morgen früh. So. Wir müssen Süden, ja. Ja, ich werde wahrscheinlich 2 Parts heute noch auspumpen, dass es einfach aktuell ist. Eins kommt dann ungefähr so um 9 Uhr und eins um 11 Uhr, sage ich mal. Ja, und wenn ihr es jetzt schon sehen könnt, dann ist es schon oben. So, Dille. Wir gehen jetzt hier rüber. Hoppla! Ja, jetzt müssen wir schwimmen. Ist nicht so gut gewesen. Okay, wir gehen jetzt hier rüber und machen ein Boot und gehen wir hier rechts entlang. Weil momentan finden wir hier nur Schrott. Und eine Höhle, die viel Krach macht. So, was ist jetzt los? Ich möchte eigentlich nur... ich wollte nur ein Ding, eine Workbench kräften. Sonst wollte ich nichts machen. Aber eben die Blöcke kleben manchmal aus unerklärlichen Gründen an der Maus, obwohl man Rechtsklick gemacht hat. Einfach noch am Finger sozusagen. Das ist ein bisschen verbuggt. YouTube, also Minecraft ist noch recht verbuggt. Obwohl es tausende Bugfixes schon gab, es gibt immer noch recht viele Bugs. Wie der zuvor jetzt mit dem Wasser. Aber das ist eher ein Server-Bug. Also ich mache jetzt, sage jetzt nicht, dass es von Minecraft so ist, das ist vom Server so gewesen wahrscheinlich. So.
Wir gehen weiter der Küste entlang. Da, 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 la, 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 la. Und hier haben wir Squids. Squiddy Squiddies. Ja, was finden wir hier? Wirklich nur Schrott. Ein bisschen viel Strand hier. Da, 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 da. Noch mehr Strand. Ja, ja, ja. Die Strände, die wachsen immer nach oben jetzt. Früher waren die schön glatt. Aber wieso? Wieso Minecraft? Man ist schon sehr angewöhnt von Minecraft. Und dann, wenn er das dann... Boah, kommt plötzlich so ein Berg. Wenn dann plötzlich etwas schlechter wird, dann findet man es schon ein bisschen frech von den Entwicklern. Aber okay, Entwickler sind halt auch keine Götter. Da kann man es ja auch noch verstehen, aber eben. Wenn dann trotz Geld dann immer noch nichts gemacht wird, wie zum Beispiel bei Champions of Regnum, dass es immer noch nicht bugfrei läuft und so, dann versteht man wirklich die Entwickler gar nicht mehr. Darum ist mein Ziel auch, ein Entwicklerstudio zu machen, das dann richtig auf die Gamequalität schaut. Wir müssen nicht erfolgreich sein oder so. Ich kann genug Geld pumpen, wenn ich dann mal Geld verdiene, also richtig Geld verdiene. Momentan sind es ungefähr 3200 pro Monat. Aber ich sehe ungefähr 99% sehe ich nicht. Das geht momentan nicht. Weil meine Bezugsperson hat mir das Konto gesperrt. Sie meint immer, ich würde das Geld dann für böse Sachen ausgeben. Ich bin ganz böse, ich bin ein Gamer, ich bin ein Fußballspieler und bin sonst ein ganz netter Mensch, aber nein, ich bin böse, laut dieser Bezugsperson. Und deshalb will ich sie abschaffen, ich will sie ermorden, ich will sie kaltblütig erdrosseln. Nein, nein. Ich will einfach mit ihr mal reden können und sagen, ich möchte sie nicht mehr haben, sie tut mir schlecht. Und ich habe hier wieder ein Boot kaputt machbar gehabt. Toll, wirklich toll. Schlimm so etwas. Den Trank tun wir mal weg, den brauche ich jetzt nicht auf dem Boot. Bringt mir auch nichts. Und das ist schlecht so. Noch ein... Ah, oh nein, das ist hinter dem Baum. Das dachte ich schon, das Zuckerrohr wächst auf dem Baum weiter. So richtig üb. Oh, schaut mal diese Face da dann. Was ist denn das für ein Face? Lol. Oh, diese armen Zombie und Creeper haben nicht mal schon eine Chance, mich zu erreichen. Okay, hier gehe ich wieder rein. Also wenn hier Sackgasse ist, dann laufe ich wieder. Und der Mond geht bald unter, es wird wieder Tag, sehr schön. Oh, schön, schaut mal der süße Berg an. Auf meiner Hamachi-Welt, da tue ich mit Mega und mit Floster momentan ein paar Mods testen, habe ich ein Haus gebaut auf einem Berg, der ist ganz dünn, ganz schmal. Da geht er nach oben und geht dann waagerecht nach vorne, so ein richtig großes Plateau. Und da drauf habe ich einfach mehr, ein schönes Haus gebaut. Und das sieht so extrem unrealistisch aus. Der Berg würde zusammenkrachten, 1000 Stücke, 1000 Teile zerfallen. Aber nein, in Minecraft fällt ja nichts runter. Und jo, sieht einfach nur geil, genial aus. Ja. Und jetzt gehen wir hier nach oben, in diese Höhle rein. Hallo Höhle? Ah, schau mal, eine süße Höhle. Nicht schlecht. Ja, Kohle haben wir noch genug, bauen wir jetzt nicht ab. Haben wir auch ins Lager getan das letzte Mal. Aha, Skelettis. Ist hier ein Spawn irgendwo? Creeper? Ich wollte eigentlich der Creeper treffen lassen.
damit eine Schallplatte gespawnt wird, aber der Krebs ist explodiert und hat das Skelett mitgerissen. In den Tod oder fast tot. So, Sackgasse. Da ist Lava, aber das interessiert mich jetzt nicht. Oh nein, eine Krippe. Oh, ich hab so Angst. Oh Mann, ich wäre fast gestorben. Ich hab vom Creep überhaupt keine Angst mehr. Früher war es anders. Also früher, wo es zum Beispiel noch nicht so Hüpf-Knockback gab oder so, da war ein Creep noch Ding. Aber seitdem eben das Creep eingeführt worden ist und dieses Verzaubern, ist ein Creep eigentlich kein Problem mehr. Wenn man es kann. Wenn man es denn kann. Es braucht schon ein bisschen Übung. Also zum Beispiel jetzt, seht ihr, zwei kleine kurze Schläge mit seinem so guten Schwert. Es ist wirklich kein Problem mehr. Ich habe überhaupt nicht, ich bin schön langsam zum Kriebe gegangen und habe ihn einfach gehindert, dass es explodieren kann. Und so easy ist ein Kriebe jetzt heutzutage wirklich keine Herausforderung mehr. Also wenn ein Minecraft 2 kommt, bitte die Kriebe dann wieder anständig schwer machen. Hier oben. Und seht ihr schon wieder, diese Knochen haben sich einfach aufgeteilt, obwohl ich nichts gedrückt habe. Was haben wir hier noch? Eigentlich wollte ich ja in einer Höhle einen Spawner finden, aber jetzt finden wir wahrscheinlich zuerst zuerst Diamanten. Gold finden wir zuerst. Ja, Gold ist auch nicht so selten. Okay, es war mal viel häufiger. Aber trotzdem immer noch sehr wenig selten. Habt ihr gesehen, wo der Pfeil gespawnt ist? Seht man das noch? Ja, hier. Hier ist er hereingeploppt. Oh je. So, oder? Novolem macht momentan etwas Schönes in seinem Haus. Hat so eine riesen Unterführung gemacht. Und dort eine große Halle mit Redstone, wo automatisch aufgeht, wo so Geheimgänge drin sind und so weiter. Und er will auch im Nether bauen. Sehr gute Idee. Also okay, die Idee ist alt, aber dass er immerhin baut im Nether ist schon richtig toll. Und ja, ich werde wahrscheinlich dann auch im Nether bauen. Vielleicht hier im Let's Play, wieso nicht? So, wo haben wir hier noch Geheimgänge? Nö. Kein guter Geheimgang. Waren wir hier? Nein, hier waren wir nicht, oder? Irgendwo haben wir sicher noch irgendwas. Oh. Wieso muss ich jetzt kommen? Slash Table Floster. Er will mir einfach etwas zeigen. Ja, momentan ist was auf dem Server nicht so mysteriös. Oh mein Barkeeper ist weg. Schade. Weil wir das Kitzen-Plugin momentan nicht anständig hinbekommen, weil es bei 1.8 noch recht verbuggt ist.
Mega wo. So. Ah, 13 neue Easter Eggs. Ja, ja. Okay, wer bis hierhin schaut, findet jetzt ein paar Standorte, ein paar Easter Eggs. Nein, sie werden sowieso gelöscht. Also, die mit Kisten werden gelöscht und woanders gespawnt mit neuen Enden halt. Also, die erste Kiste. Wir haben immer noch 30 Plugins. Die erste Kiste war hier oben. Gefunden wurde es von Cubanello. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar hier. Hier habe ich geschrieben, wieso schaut man hier hoch? Keine Ahnung, frag dich. Weil das Schild sieht man, oder? Und wenn man hier hüpft, sieht man auch die Kiste. So, und dann hab ich geschrieben, okay, gibst wohl auf. Hä? Und dann Easter Eggs, wunderbar. Hier drinnen waren ein paar Kuchen. Zwei Schädel, glaube ich, von Skeletten. Zucker, irgendwie so ein bisschen Gartenzeugs noch. Und das zweite Kisten Easter Egg war dann hier hinten. Vielleicht ist ja noch was drin, aber ich glaube es nicht. Und zwar war es hier. Nein, hier nicht. Oder? Aber hier habe ich doch irgendwo ein Easter Egg hingetan. Die anderen Easter Egg zeige ich nicht, weil die permanent sind. Es ist hier. Hier irgendwo. Da? Jetzt weiß ich selber nicht mehr, wo das ist. Nein, da hat jemand anders einen Tunnel gegraben. Was überhaupt so ein Ding ist. Nein, ich schaue nicht. Ich kann es nachschauen, wer es war. Aber ich will ihn nicht prangen. Da ist es. Okay, ist es weg oder bin ich jetzt gerade ein bisschen... Vielleicht noch weiter tiefer. Nein, es ist nicht hier. Aber es ist in der Nähe. Irgendwo ist nochmals ein Loch da. Nö, aber viele Pilze, die wachsen halt hier. Okay, ich weiß es jetzt nicht mal ganz genau, wo es ist. Aber es ist in einem dieser Löcher hier irgendwo. Also hier ist ein Loch, hier ist noch ein Loch. Da ist kein Loch. Nein. Es ist ungefähr hier irgendwo. Wir finden das schon noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in diesem Part. Ja, hier könnte es sein. Hier ist es hier. Ja. Hier ist das nächste. Ja, hier ist alles noch drin. Also der erste, der es findet, darf es behalten. Atmung 3 Buch. Unendlich 1. Sehr schön. Also, der erste, der das findet, nachdem das Video online ist, bekommt die Schätze. Ihr wisst es, wo es ist. Es ist hier im Norden, neben der Farm, neben dieser Farm von, weiß nicht, wer das ist, hinter diesem Berg ist es. So, dann kommt das dritte Easter Egg mit einer Kiste. Das ist, komm, nicht ein bisschen schneller fliegen. Speed 5. Man kann schneller fliegen. Ja, man kann schneller fliegen. Das dritte Easter Egg war hier im Wasser. Und zwar da drin. So, ja, das ist weg. Ich mache es jetzt mal weg, weil es leer ist und ich nicht die Easter Eggs gerne lassen will. So, extra ein bisschen wenig Licht. So. So ungefähr was. Das in der Farm, das lasse ich. Und jetzt kommt noch ein spezielles Easter Egg.
Jeder war sicher hier schon mal drin in dieser Höhle. Jetzt kommt der Humor, kommt jetzt schief. Jetzt gibt's einen schiefen Humor. Ihr geht hier rein, seht hier einen Fackel. Leider kein Easter Egg. Geht man aber weiter. Kommt. Wo ist es? Hier. Wieso suchst du denn noch weiter? Hier ist nix. Aber es ist doch etwas. Hier hinten. Wirklich nix. Ich geb's auf. Kein Schatz. Nein, kein Schatz und auch kein Easter Egg. Ah, das ist etwas Witziges. So. Gut. Dann haben wir das. Oh, hier ist der Bahnhof. Da hat Pflaster fertig gebaut. Und diese andere. Das kann ich kurz mal nachschauen. Der andere war Xenon 45, ein Admin. Hat es begonnen. Ist momentan nicht mehr so auf dem Server aktiv. Deshalb hat Pflaster es weitergemacht. Und nach oben kommt man jetzt nicht mehr. Okay, dann mache ich das so. Jetzt ist man oben. Gut, ja, oben ist nichts mehr. Dann noch unten. Komm. So. Hier sind dann die Schienen. Und schaut mal, wie eine Geisterbahn. Okay, die Schienen führen dann zum Beispiel zu den Zonen, wie zum Beispiel eben die Zukunftszone, wo wir momentan bauen. Oder in die Fantasy-Zone, wo dann das Western-Dorf auch kommt, wo wir auch bauen im Projekt. So. Also. Da ist Pflaster wieder. Komm, wir machen wieder einen Scherz. Wir machen einen guten Scherz. Wir machen einen sehr guten Scherz. Wo ist das jetzt? Da. So. Yes! Yes, wir haben ihn wieder getrollt. Yes, und er hat es nicht gemerkt. Okay, keine Items sind cheated. Das ist sehr gut. Ich habe immer Angst, dass ich doch etwas cheate, vergesse reinzumachen, aber wir haben nichts cheatedes noch hier dabei. So, ich habe übrigens die Diamant-Pferderüstung. Und eine Eisenpferderüstung, einen Sattel, habe ich mal verschenkt. Als Dank und als Wiedergutmachung. So, aber eben, wir finden wieder genug. Also, wir finden ja so viel. Das ist kein Problem. So. Wir machen noch Lapis-Lazuli-Blöcke. So. Oh, da haben wir noch viele. Ja, ja. Minecraft, du bist langweilig. Gut. Und die tun wir jetzt hier rüber. Weil ich glaube, die Blöcke kann man wieder... Ja. Zurückverwandeln. Sehr schön. Platz sparen. So, schauen wir mal in den Game Mode 0. 28 Levels, da müssen wir noch ein paar haben. Komm, geh weg. Schrift, geh weg. Hey, ich hab dir nicht befohlen, Blue Blind. Ja, 28 und ein bisschen mehr Erfahrung. So. Ja, dann gehen wir wieder in die Farmwelt. Slash. Ja, toll, wir haben eine Farmwelt. Sind wir ja weitergegangen, jetzt gehen wir nach Osten oder so, ne? Nach Westen ist das. Jetzt gehen wir von hier aus nach Westen. Warte, Moment. Wenn das Norden ist, ja, ist Westen, genau. Westen ist immer links. So, gehen wir also weiter und erkunden nochmals die Landschaft ein bisschen. Oh, diese Blumen möchte ich mitnehmen. Die sehen zwar nicht so schön aus, aber sind hübsch.
So, aber ich will die Folge auch nicht allzu lange machen. Wir planen das noch für nächstes Mal. Und ja, gehen noch durch diesen Wald, genau. So, das reicht. Aber diese Blume wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Die war einfach im Weg. So. Gehen wir noch durch diesen Wald. Und wenn wir durch diesen Wald gegangen sind, dann muss ich leider den Part schon beenden. Es ist ja sonst zu lange. Da geht lange zum Hochladen, weil YouTube braucht für ab 30 ungefähr um einiges länger. Also wenn jetzt zum Beispiel 28 Minuten noch eine halbe Stunde geht, geht ein 32 Minuten Part schon, sage ich mal, 60 Minuten oder so. Also das ist schon echt viel länger. Oh, mein Hase ist One-Hit gewesen. Oh. So, ist der Wald schon fertig hier? Nein, noch nicht. Aber hübsch mit den Balken dazwischen. Das geht, glaube ich, nicht, oder? Doch, es geht. Es geht. Ich dachte, mit einer Spitzhacke geht das nur. Mit Behutsamkeit. Sehr toll. Dann haben wir neue Blöcke. Wir haben schnuckige Blöcke. Ich weiß, was ich mache, das Haus ein bisschen mit den Blöcken. Ja, ein hübscher Abschluss. Ich bedanke mich fürs Schauen und wo ist jetzt der andere Block? Ah, der hat sich wahrscheinlich runtergebeamt, weil sich ja zusammen schließen. Ist das immer noch Osten? Westen. Ja, wir gehen noch aus dem Wald. Da ist da wahrscheinlich Schluss. Ja. Okay, bei der Schlucht machen wir weiter das nächste Mal. Dankeschön fürs Schauen. Eine Doppelschlucht. Eine Doppelschlucht. Wow, geil. Sowas von geil. Wow, so geil. Und sogar Blumen hat sie unten. Okay. / set home 5. Ah. Farm 5. So. Also. Dankeschön fürs Schauen. Und bis nächste Mal. Bis wieder so eine coole Folge kommt. Also die nächste wird sicher auch so cool wie diese. Und ja, ich danke mich. Bedanke mich. Tschüss, Leute.